können sich das nochmal so vorstellen zum Prozedere. Die Amerikaner ziehen ab. Vorher gab es keinerlei Pläne, einsehbar, auch nicht für die Stadt. Die Amerikaner gehen, suchen alles zusammen, was sie an Plänen haben und geben sozusagen eine Kiste über an den Eigentümer, an die Beamer. Alles relativ unsortiert aus verschiedenen Jahrzehnten. Und wir sind jetzt erstmal dabei, das Ganze zu sichten, zu sortieren. Was kann man damit anfangen? Was ist aktuell? Was ist nicht aktuell? Nachfragen stellen ist schwierig. Die Amerikaner sind weg. Sie interessieren sich nicht mehr dafür. Genau, das heißt, wir müssen jetzt auch nach und nach Erkenntnis über den Bestand bekommen, soweit es eben dann auch möglich ist. Ich glaube, Sie haben jetzt auch schon so ein bisschen ein Gefühl bekommen. Allein schon der Fußweg ist ja relativ weit, wie weitläufig doch dieses Gebiet ist, wie viele Freiflächen es auch noch hier gibt. Das heißt, viele Parkplätze hier, weil die Amerikaner ja hier gearbeitet haben. Das heißt, sie sind auch teilweise aus Patrick Henry Village oder von den Patton Barracks oder auch von anderen Standorten hierher gefahren und haben tagsüber hier gearbeitet. Man kennt natürlich, die Amerikaner öffentliche Verkehrsmittel benutzen sehr ungern, sondern sind eben mit den Autos hier auf die Fläche gefahren. Daher auch diese Vielzahl von Parkplätzen, die die Amerikaner hier genutzt und benutzt haben. Stallungen. Also das heißt, sie hatten, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, während des Nationalsozialismus die Wehrmacht eben hier ihre Pferde untergebracht. Das ist dieses ganze Areal hier. Die Amerikaner haben dann in den 50er Jahren noch diesen Anbau vorne dran gesetzt, das sogenannte Hübner Center. Da gibt es viele Küchenräume, Kühlzellen, Lagerräume, da wurden Speisen zubereitet. Und hier nebendran befindet sich der Ballsaal. Also, hier haben sich ja schon einige Leute vorhin gefragt, als wir hier vorne standen vor einer halben, dreiviertel Stunde, dieses Gebäude, warum hier die Fenster zugemauert sind. Also wie gesagt, die Amerikaner haben diesen Mittelteil hier eingebaut. Vermutlich in den 50er Jahren waren die Anfänge, bis zu den 70er Jahren haben sie dann hier dieses Gebäude, diesen Mittelteil errichtet. Wir hatten jetzt selber schon die Möglichkeit, mal reinzugehen. Also es war relativ spannend. Da drin hat es einen großen Raum. Da steht auch groß War Room, also Kriegsraum vorne dran. Da ist relativ pompös alles drin. Da stehen dann die Weltzeiten an der Wand. Und ja, ist doch schon beeindruckend. Hier am letzten Punkt unseres kleinen Rundgangs angekommen. Hier im Herzstück kann man auch so ein bisschen sagen, hier in diesem Park. Sie sehen einmal hier das Gebäude, die Kommandantur, über das wir vorhin auch schon gesprochen hatten, was auch zu der Anlage gehört, auch von 1937 stammt und somit auch unter Denkmalschutz. Zum Gebäude selbst, Kommandantur, wurde als Stabsgebäude mit verschiedensten Nutzungen betrieben, das heißt Verwaltung, Büro, Konferenz. Hier ist man gerade dabei, ja, ein Zentrum für internationale Demokratie, Friedens- und Konfliktforschung zu initiieren. Das heißt natürlich, ein Teilbereich soll auch Archiv oder Museum werden, wo eben die Besatzungszeit der Amerikaner dann auch dokumentiert ist. Und andererseits sollen hier auch Veranstaltungen teilnehmen. Hier ist man im Gespräch zum Beispiel mit dem DAI, dass hier auch Veranstaltungsreihen dann stattfinden können. Insgesamt hat diese Grünfläche hier, dieser Park, 2,7 Hektar und soll ja laut Nutzungskonzept, das ja letztes Jahr beschlossen wurde, der neue Südstadtpark, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, werden. Auch für den ganzen Stadtteil hier dann auch nutzbar, frei zugänglich.